Andreas. Hallo, hallo. Wir haben beide schon einen langen Messetag hinter uns. Ja, haben wir. Wir wollen noch über Tamit sprechen. Ja, sehr gern. Du bist selber Tänzer. Bist Tänzer, warst Tänzer? Genau. Bist du immer noch Tänzer? Nein, man sagt ja, man ist immer Tänzer. Aber okay. Ich habe die Karriere als Tänzer vor 10 Jahren zur Seite gelegt. Ja. Habe Tanzpädagogik studiert. Ja. Und habe mir damals schon gedacht, Mensch, nach 4 Knie-OPs möchte ich meine zukünftigen Schüler, meine zukünftigen Tänzer auf den gleichen Weg schicken. Ja, es gibt Sportmedizin, es gibt Bereiche der Medizin, die sich mit Musikern beschäftigen. Genau. Es gibt vereinzelt Ärzte, Physiotherapeuten, die sich mit speziellen Problemen von Tänzerinnen und Tänzern beschäftigen. Wie siehst du so die allgemeine Situation in Deutschland? Wir haben in Deutschland eigentlich keine wirklich schlechte Situation, denn wir haben eine tanzspezifische Reha im Medikus auf Schalke. Mhm. Wir haben einige Ärzte, die schon seit vielen Jahren unterwegs sind, auch publizieren, Tänzer gut versorgen wollen. Aber der Weg ins Theater rein ist manchmal doch noch schwer. Mhm. Okay. Tänzer verstehen sich eben als Künstler und erst im zweiten Schritt als Athleten, sind es aber natürlich schon. Was wäre euer Ideal jetzt, sagen wir mal, einer physiotherapeutischen Betreuung von Tänzern? Vor allem erstmal mehr, dass einfach eine flächendeckendere Versorgung da ist, dass vielleicht kleine Probleme, also dass es erst gar nicht zu einer großen Verletzung kommt, sondern schon im Vorfeld die Belastung einfach mitbetreut wird. Das heißt, deine Idealvorstellung wäre? An jedem Theater 2 bis 3 Physiotherapeuten. Genau, der Physio mit dem Koffer. Neben der Tanzaufführung, wie wir das sonst von der Bundesliga sehen, bei den Fußballern? Zum einen, dass Theater mehr verstehen, dass es eine Versorgung ist, die notwendig ist und auch finanzielle Mittel bereitgestellt werden. Dass es halbe, ganze Stellen gibt für Physiotherapeuten an Theatern zum Beispiel. Und die Vernetzung und die Weiterbildung in dem Bereich. Wir haben natürlich auch unser Ärzte- und Therapeutenverzeichnis, denn es geht ja zum einen darum, dass Tänzer auch die Möglichkeit haben, Physiotherapeuten, die sich in dem Bereich vielleicht weitergebildet haben oder Tänzer gerne und gut versorgen können, auch auffindbar sind. Okay. Und das ist natürlich über unsere Webseite eine tolle Möglichkeit, wenn die Therapeuten in unser Verzeichnis kommen. Nenn die Webseite vielleicht nochmal. www.tamit.de. Vielen Dank. Gerne. Gut, danke. Gerne. Schönen Tag noch. Danke.